Spartacus Nightmares, it worked so well. They can control it. And you can't control it. Nobody! Zu schreien, Alter. He's coming now. Trigger! I see his heart. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Der hat uns nicht gesehen. Und jetzt müssen wir aber hinter ihm. Fuck, really? So, wo lang? Zurück durch den Fahrstuhl. Wir machen hier alle Türen zu. Der ist alleine. Der kann nicht wirklich was reißen. Den Gang hier lang. Und hier sind wir nicht gekommen. Hier können wir uns aber verstecken. Von wo sind wir gekommen? Boah, komm, zieh ich hoch. Boah. Der Fahrstuhl ging nicht. Boah, der hat uns einfach die Finger abgeschnitten, ey. So eine Ver... Boah. Krass. Sind wir da echt wieder runter? Nee. Doch da nicht lang. Hier eben definitiv nicht die Tür aufmachen. Da geht's runter. Und hier kann man sich doch sicherlich verstecken, oder? Die Ecke halten wir uns warm. Ist zu. Das wäre ja zu schön gewesen. Zu dem Clown gehe ich nicht nochmal rein. Jetzt haben wir die Arschkarte. Jetzt kommen wir nicht weg. Jetzt kommen wir nicht weg. Der wieder weg. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Hold up there, buddy. I'll be right with you. Das ist jetzt ein Witz, oder? Geh weg, lass mich vorbei, Mann. Laufe, Junge. Ey, mach doch mal die verdammte Tür zu. Jetzt habe ich jetzt nicht verstanden, wo wir hin sollten. Ich würde sagen, wir machen ja doch erstmal den Schrank weg. Weil er ist ja anscheinend sowieso hinter uns. Aber er kommt da jetzt nicht mehr lang. Und warum könnten wir den Fahrstuhl jetzt nicht nehmen? Ein Schlüssel? Ah, super.
Wenn wir jetzt echt hier einfach wieder lang zurück. Ja, ist klar. Ach, geh weg, ey. Geh weg mit deinem kleinen Kackmesser. Ja, ich hätte gerne dich zuerst. Now it's your move. Ja, definitiv. Was hättest du machen sollen? So umbringen, ey. Dreht er jetzt schon wieder um? Was ist denn das für eine Kacke? Läuft er dann nur seine Gänge lang oder wie? Links und rechts. Und nochmal. Klar, jetzt kommen wir da hierher. Nicht, ob er wieder weg ist. Aber so aus. Let me sell you the dream. Uah, wo kamst du denn jetzt schon wieder her? Hat er sich versteckt von mir oder was? Lass mich in Ruhe. Wie können wir uns vor ihm verstecken? Wir können jetzt hier ein bisschen mit ihm im Kreis laufen. So. Ein bisschen ruhiger machen. Schieb, Junge, schieb. Aber zumindest verstecken. Boah. Das ist ja eine nervige Passage hier. Aber wir sind erstmal safe vor ihm. Und ein gutes Stück weitergekommen. Ja, der hat uns einfach die Finger abgeschnitten, ey. Benny, wir müssen uns da mal verbinden. Da haust du doch. Da fällst du doch einfach um. Da verblutest du auch. Geh weg. Typ, ey. Wo ist er jetzt lang gegangen? Ist er schon wieder weg oder guckt er noch? Hey, nobody likes a quitter. Nee, er ist noch hier. Er ist noch irgendwo hier im Raum. Typ, ey. Den kriegen wir. Den machen wir noch fertig. Gehst du jetzt mal weg, bitte? Er läuft hier immer noch rum. Also gleich noch in meinen Schrank gucken.
Der ist hartnäckig. Der ist hartnäckig. Der ist nicht so wie der Dicke. Der Dicke ist nur nervig. Aber er ist hartnäckig. Beziehungsweise die Ecke hier ist doof. Und seine Laufwege. Aber er hat schon lange nichts mehr gesagt. Ist er wirklich noch hier? Ich trau mich echt nicht raus. Also, gefühlt ist er 2 Zentimeter neben mir. Vom Ton her. 1,5. Kommend. Kann man jetzt hier raus oder nicht? Los, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt raus. Ja, nee, ist klar. Boah! Und das ist der Weg, wo wir gekommen sind. Ja, super. Wie soll man sich denn hier vor dem verstecken, ey? Ja, dann läuft mir ein Verrückter mit einem Hackemesser hinterher, ey. Das macht doch keinen Spaß. Und vor allen Dingen, ich komme hier nicht weg, ja? Es gibt keinen Raum, wo ich mich verstecken könnte. Wenn der mich nochmal erwischt, bin ich hin. Wo sollen wir denn lang? Da könnte man noch durch. Wenn ihn hier hat er sich einfach raus teleportiert oder wie? Buddy! Hey Buddy, geh doch einfach mal weg. So, wir rennen jetzt hier zurück in den Raum. Erstmal hier. Um wieder festzustellen, dass die Tür zu ist. Und dann rennen wir hier nochmal rein. Und versuchen die Tür da hinten aufzumachen. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Was können wir hier machen? Muss doch irgendwo den Weg hier rausgeben. Der da nicht Toilette heißt, Mann. Was sollen wir denn auf dem Klo? Ja, super. Das ist doch auch nur wieder dieser blöde Raum. Das heißt, hier können wir einfach nur einmal im Kreis laufen. Oh, das macht gerade keinen Spaß. Wo sollen wir denn lang? Und die Tür hat er ja noch nicht mal angeguckt. Der beamt sich ja einfach durch, ja. Da ist noch eine Tür. So, jetzt können wir hier aber relativ gut unten drehen. So, wir haben volle Leben. Das heißt, wir können zweimal erwischt werden von ihm. Wo war die andere Tür? Hier lang. Mach zu! Noch ein Klo, verdammt. Ja, super. Nix. Uah! Jetzt hat er uns von hinten. Ich weiß nicht, wo ich lang soll, verdammt nochmal. Das war gerade so ein bisschen
Gänsehaut. Aber nur ein bisschen. So, wir stehen hier auf dem Gang. Ich würde die ganze Passage gerne irgendwie machen, ohne auf ihn zu treffen. Aber ich glaube erst, wenn ich hier... Genau. Er kommt nämlich erst aus dem Gang raus, wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe. Und dann kommt er wieder hier hinten zu uns rum. Aber es gab doch jetzt keinen Raum, wo wir hätten hin können. Dass der uns hinter diesem Bett nicht erkennt, finde ich ja schon mal klasse. Wäre doch die erste Ecke, wo ich nachgeguckt hätte an seiner Stelle. So, da dreht er direkt wieder um, ne? Dahin. Und dann kommt er wieder hierher. Nicht wirklich an ihm vorbeischleichen. Und das doof. Die wilde Rennerei geht wieder los. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das unfair finde? Ja, er hatte mich gerade verloren, ne? Die Drecksau. So, machen wir hier zu. So. Wo zur Hölle verdammt nochmal müssen wir hier hin? So, Herr Doktor. Hier waren wir. Da ist zu. Da geht's hoch. Ach, verdammt. Und das doch vorher mal gesehen. Hätten wir das vorhin schon gesehen, hätten wir uns viel Lauferei sparen können. Achso, hier aber auch nur wieder das Klo. Klos kennen wir doch schon. Ne, das Klo kennen wir noch nicht. Hier gibt es eine Notiz, hier schließen wir uns erstmal hin. David Annapurna an H-Resources US Murkoff Corp. Antrag auf Versetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. Nee, die ja überhaupt nein. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Ich glaube, das wirst du nicht mehr getan haben.
Gehe ich stark von aus. Alle, die hier was aufdecken wollten, umgebracht wurden. So, wartet der Schlitzer hier wieder auf uns. Okay. Spontan erstmal nix. Es gibt hier aber auch nichts, wo wir hin könnten. Es ist nur die eine Tür da hinten. Und die da ist verrammelt. Also wir müssen ja hier durch. Hier ist nix. Da ist auch nix. Und da ist der Schlüssel. Für den Aufzug hoffe ich. So, jetzt müssen wir uns hier wahrscheinlich unter den Betten verstecken, oder? Unter so einem freistehenden Bett? Der sieht uns doch von Weitem. Wir können aber nirgendwo anders hinaus aufs Klo. Wo lang können wir uns zurück? Über den Weg, den er gerade gekommen ist. Alter. Das sieht uns tatsächlich nicht, ja? Da ist keiner. Können wir jetzt einfach losrennen, während er da guckt? Oder gehst du bitte einfach wieder weg? Er geht wieder weg. Nee, er guckt nur unter das Bett. Und jetzt geh bitte weiter ins... Komm, geh doch mal aufs Klo. Noch ein Raum. Oh, dieses aufklappende Messer, ey, das ist nicht schön. Bist du? Da ist er. Ja, klar. Beim am Kopf packen bin ich schon fast gestorben. Lass mich doch in Ruhe, du Sack. Tür zumachen, bitte. Geht nicht. So, Fahrstuhl. Wir kennen uns hier mittlerweile aus. Oh, war das eine unfaire Passage, ey. Komm, mach hin. Fahr runter. Oh. Ja, super. Jawohl. Ja, ja. Strike! Drecksack. Oh, du dummes Dreckschwein. Wie kommen wir jetzt hier weg? Da lang. Hat der uns den Weg zugemacht? Lass mal zum Exit kommen. Oh, Leute. Ich glaube, hier machen wir erstmal eine Pause.